Mit ganz viel Geduld, nicht nur von Rodrigo Pessoa, sondern am Ende auch jetzt hier von den beiden. Und das sind die Bilder. Haltet doch ruhig drauf, muss man ganz ehrlich sagen. Das sind die Bilder, die einfach auch wichtig sind für unseren Sport. Was wir machen wollen, dass es geht nicht um Erzwingen, sondern es geht im Endeffekt auch um zu ermöglichen. Heranzuführen. Es geht um Ängste zu nehmen am Ende einfach auch. Und das passiert, das geht einfach ganz einfach, wenn zum Beispiel mal ein Pferd noch vorgeht. Pferde sind Herdentiere und dann geht der andere eben auch mal hinterher. Gemeinsam ist man stark. Toll. Ganz, ganz stark. So, jetzt sind wir gespannt und dementsprechend drücken wir ihm ganz besonders die Daumen. Jürg Frieling und El Rocco. Boah, der braucht gar nicht vorne rum zu gehen, der El Rocco, weil der hat so viel Kampf jetzt hier auf dem Kessel. Jetzt muss er mal eben ist der geschmeidig. Und ist der schnell. Der ist 2 Sekunden, ist der schneller. So, und weil er vorhin so nett war, geht es jetzt natürlich umso schneller nochmal in das Wasser hinein. Der ist ja prädestiniert. Jetzt muss er ein bisschen und selbst wenn der, gucken Sie mal, die zweite Zwischenzeit, der könnte sich jetzt sogar noch einen Fehler erlauben. Und wäre trotzdem noch schneller. Glauben Sie mir. Jürg Frieling und El Rocco. 60,02 Sekunden. Zuvor hat er erstmal seinem Kollegen die Angst vor dem Wasser genommen. Alleinig dafür kriegt er von uns den großen Freundschaftspreis. Und der Herrgott ist im Übrigen auch ein Pferdefreund und er sagt, sowas muss belohnt werden. Und wird am Ende belohnt mit einfach der neuen Führung. Herrlich. Das macht Aachen. Das macht das Chio einfach mit aus. Ein Pferd, welches aus Irland kommt, meine Damen und Herren, da vermutet man dann natürlich auch schon gleich, also